Die liebe Wasserrute hat der ein oder andere noch nie gehört und manche plagen sich da immer wieder mit rum. Ganz kurz, Wasserrute, was ist das so wirklich? Die einen sprechen von sowas wie Muskelkater, die anderen sprechen von leichter Reizung der Muskulatur im Übergang von, ja, wirklich hinterster Rücken in die Rute hinein. Und für die, die überhaupt keine Ahnung haben, wie das aussieht, damit auch noch nie in Berührung gekommen sind und es vielleicht demnächst mal selber haben, das ist ein Zustand, den dein Hund klassischerweise, würde es immer so gesagt, okay, die Labbis, die haben es ganz gerne, es gibt aber auch Goldens, die haben es ganz gerne. Es gibt auch ganz andere Hunde, die haben es gerne, jedoch seltener tatsächlich. Und deswegen ist es so ein typisches Labrador-Halter-Syndrom vielleicht. Die wissen häufig schon, was das ist. Und was siehst du, was kannst du wahrnehmen? Erstmal, dass dein Hund die Rute eigentlich nicht mehr bewegt. Je nach Intensität, wie stark die Reizung beim Hund ist, kann es sein, dass sie komplett einfach runterhängt. Manche lassen quasi noch so ein paar Wirbel stehen und erst dann beginnt die Rute zu hängen. Und andere wiederum kriegen sie einfach nur nicht komplett hoch und haben noch so ein bisschen, mögen sie aber nicht gerne bewegen und sind da auch so ein bisschen empfindlich. Das ist für den Hund tatsächlich ein mehr oder weniger schmerzhafter Prozess, für manche tatsächlich sehr schmerzhaft. Ich merke das bei Summer immer, wenn sie eine bekommt. Jetzt kann man immer schwierig sagen, woran merke ich das? Ich merke das bei ihr tatsächlich schon, bevor es da ist, weil sie dann, wenn wir halt am Wasser draußen waren und aus irgendwelchen Gründen es heute der Fall ist, dass sie immer die Rute so ein bisschen runterhält und so ein bisschen durch die Gegend rennt, als würde sie irgendwas kribbeln. Und dann setzt sie sich auf einmal wieder hin, dann knabbert sie vorne am Rutenansatz, dann steht sie wieder auf, dann hält sie die Rute wieder so komisch. Und dann sehe ich meistens immer am nächsten Tag, ah, okay, ja, ist wirklich halt Wasserrute da. Das beginnt, oder das ist klassischerweise, siehst du das sehr viel zum Anfang der Saison, also in den Frühjahrsmonaten, wenn die Hunde das erste Mal wieder ins Wasser gehen. Ganz einfach, weil die Wassertemperatur noch sehr gering ist, auch wenn es tagsüber vielleicht schon warm ist, ist es nachts doch noch meist relativ kühl und je nachdem, wo wir uns befinden und ein Hund ins Wasser geht, ist die Wassertemperatur natürlich auch entsprechend sehr, sehr kalt. Und Hunde benutzen im Wasser ihre Rute ja quasi wie ein Ruder. Also das ist, die Rute gibt einfach die komplette Bewegung aus der Wirbelsäule wieder und arbeitet ja auch je nachdem, wo der Hund so lang schwimmt, auch wirklich wie, ja, wie eine Richtungssteuerung, die Hunde dann auch entsprechend gerne benutzen. Und wenn sie das machen, ist das gerade zu Beginn im Frühjahr natürlich wieder eine eher ungewohnte Bewegung. Nicht, weil der Hund nie mit der Rute wedeln würde, sondern weil er unter Wasser einfach einen erhöhten Widerstand hat. Klar, kennen wir auch. Schwimmen sind wir definitiv nicht so schnell wie laufen. Und dass wir dagegen anarbeiten müssen und wenn wir da gewisse Bewegungen machen, wir auch schneller Muskelkater haben, als würden wir dies an Land tun, das ist uns eigentlich ganz geläufig. Und das ist für den Hund erstmal gar nicht so wahnsinnig anders, denn neue Bewegungen oder neues Medium, in dem man sich bewegt, und dann meint man es ja manchmal auch sehr gut. Das heißt, wenn der Hund das erste Mal ins Wasser geht und er geht dann direkt 20 Mal ins Wasser und soll direkt riesen Strecken schwimmen, dann passiert das natürlich mal ganz flott, dass Hunde, die dazu neigen, dann auch gerne so eine Wasserrute ausbilden. Das heißt, Tipp Nummer 1, wenn die Wassersaison startet, Piano anfangen, den Hund mal schwimmen lassen, aber eben nicht von heute das Wasserseminar anmelden und dann den ganzen Tag den Hund vorher noch nie geschwommen lassen zu haben und dann auf einmal den ganzen Tag zig Aufgaben, ewige Meter. Das ist dann für die Hunde, die empfindlich sind, natürlich der absolute, ja, Trigger, dann entsprechend am nächsten Tag oder vielleicht schon am Abend mit der hängenden Rute da zu sein. Manche Hunde brauchen noch gar nicht unbedingt dieses Schwimmen. Manche Hunde reagieren mit sowas schon, wenn es draußen sehr kalt, windig und nass ist. Das reicht tatsächlich für manche aus. Warum auch immer, wir haben da die Bewegung nicht,
aber es ist häufig dieses Abkühlen, die ja entweder ist vielleicht die Durchblutung in diesem Bereich bei diesem Hund nicht so perfekt, wie sie es sein könnte, und bekommt durch diese Reize von außen eben etwas, womit sie nicht umgehen kann, und entwickelt dann auch wiederum diese Wasserroute. Aber so die meisten sind wirklich immer damit zugange, wenn es wirklich ins Wasser ging und viel geschwommen wurde. Die Leute, die es schon mal gehabt haben oder deren Hunde es schon mal gehabt haben, die sind dann meistens schon vorgewappnet und kennen zum einen natürlich die Tricks, die ich dann danach tue. Erste Nachricht: eine Wasserroute geht vorbei, ob du Schmerzmittel nutzt oder ob du keine Schmerzmittel nutzt. Was jedoch nicht bedeutet, bitte, dass du sie nicht benutzen sollst. Aber ich habe auch tatsächlich schon Aussagen gehört, dass der Hund unbedingt sofort Klinik und weiß ich nicht wie war's und ganz wilde Storys, weil die Rute amputiert werden müsste und. Also, so ist es nicht. Aber es tut weh. Das sieht man dem Hund ja auch häufig an. Manche sind dann auch echt ein bisschen geduckt, weil sie nicht so genau das zuordnen können und verkriechen sich dann auch noch ein wenig. Und was machen wir? Auf jeden Fall schauen, wie stark es ist. Dann gibt es sicherlich als erstes den Gang zum Tierarzt, um sich eben ein Schmerzmittel zu holen, um dem Hund leichte Linderung zu verschaffen, die Entzündung zurückzudrängen und da auch schneller mit durch zu sein. Was man als Maßnahmen physikalisch macht, ist immer auf jeden Fall Wärme drauf, trocken halten. Also wirklich, auch wenn es jetzt gar nicht so kalt draußen ist, manchen Hunden tut wirklich sowas wie Kirschkernkissen oder ähnliches lokal am wirklich hintersten Rücken, also am Übergang in die Rute, wirklich sehr gut, nehmen das dann auch ganz gerne an. Wenn du das zukünftig weißt und dir ist sowas schon mal passiert nach einem Wassertag, dann solltest du, wenn du wieder ans Wasser gehst, ein paar Sachen berücksichtigen. Ganz einfach, immer wieder trocken halten. Also immer, wenn dein Hund im Wasser gewesen ist, gerade den Bereich, wo der Rücken in die Rute übergeht, wirklich mit einem Mikrofasertuch oder ähnlichem immer wieder trocken reiben, dass da die Feuchtigkeit und die Verdunstungskälte einfach nicht so intensiv ist, als wenn du den Hund klatschnass da liegen lässt. Schau, dass er immer warm ist, also dass du schon ein bisschen Bewegung gemacht hast, bevor der Hund wirklich wieder ins Wasser hineingeht. Es gibt noch so ein paar naturheilkundliche Mittel, und da darfst du jetzt dran glauben oder nicht. Bei ganz vielen Hunden empfehle ich das dann immer vorweg, tatsächlich vor dem Schwimmen zu geben und auch danach. Auch im Falle einer Wasserroute habe ich da so ein paar Ideen, was man noch alles so tun kann. Ganz wichtig ist immer danach trocken halten, gegebenenfalls tatsächlich auch einen Bademantel drüber packen, wenn man den Hund auch danach ins Auto und durch die Wärme haben wir die Klimaanlage an, also wiederum da auch, bis der Hund trocken ist, wirklich einen trockenen Mantel oder ähnliches anzuhaben. Und nicht die Panik zu bekommen, wenn es der Fall ist. Es ist blöd, das ist auch ein paar Tage, sieht man, dass der Hund beeinträchtigt ist. Und manche Hunde mögen sich auch nicht wirklich gerne setzen, weil sie natürlich die Rute dafür komplett, wenn sie gerade am Hund oder wenn sie gerade hinter dem Hund liegt, genau in diese Beugung gehen müssen, die sie dann eben ja gerade nicht machen wollen. Deswegen mögen manche Hunde sich nicht gerne hinsetzen, zwingen vielleicht deinen Hund gerade an den akuten Tagen nicht dazu, das unbedingt zu tun. Wärme drauf, trocken halten, je nachdem, wie schlimm es ist, wirklich Richtung Tierarzt marschieren und ein Schmerzmittel dir irgendwo, einen Entzündungshemmer entsprechend dazu holen. Und wenn du ein paar naturerkundliche Tipps haben willst, darfst du mich gerne anschreiben per E-Mail. Die mag ich jetzt natürlich so nicht nennen, das darf ich nicht. Aber wer da konkrete Fragen hat und einen konkreten Fall, da können wir dann gerne nochmal genauer drüber sprechen. Aber das Wichtigste ist, weil ich es wirklich schon zweimal erzählt bekommen habe, vielleicht auch sogar noch häufiger, dass die Rute amputiert werden müsste, passiert nicht. Selbst wenn du nichts tun könntest, weil du irgendwo im Urlaub bist, oben auf Alm oder irgendwas, selbst dann geht sie weg. Trocken halten und warm, das kann man ja tatsächlich auch da oben noch, aber achte einfach ein bisschen darauf.
Und ja, wenn du es noch nie gehört hast, ist es gut. Wenn dein Hund es noch nie gehabt hat, dann ist es auch in Ordnung. Aber manche sind da wirklich so ein bisschen von geprägt und geleitet. Und vermeiden hilft natürlich auch nicht komplett, aber so ein paar Sachen kannst du drumherum beachten. Und jetzt gerade in der Saison vielleicht dann nochmal ganz besonders.